Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Wir haben eine neue Replay Challenge. Achso, ich bin übrigens Keule, wer das noch nicht weiß. Wir haben eine neue Replay Challenge. Es gibt diesmal wieder ein bisschen was zu gewinnen. Und zwar dieses hübsche Paket hier, 11 Neujahrsschachteln im Wert von 19,99 €. Für den ersten Platz und für den zweiten Platz 3 Neujahrsschachteln für 5,99 €. Was müsst ihr dafür leisten? Ihr müsst auf eurem Video mindestens 200 Videoaufrufe haben für den Sieger und mindestens 180 für den zweiten Platz, um diese Schachteln zu erhalten. Wie kann man das erreichen? Das hat man beim letzten Mal, ist das leider ein bisschen untergegangen. Ihr könnt eure Clan-Kameraden bitten, dass sie da vielleicht draufklicken, also im Clan eventuell teilen oder in irgendeiner Gruppe teilen. Und damit kommt ihr ja eigentlich relativ locker auf eure Klicks, wenn ihr das denn gewinnen wollt. Und dann werden die 11 Neujahrsschachteln direkt von mir abgeschickt. Es sind diesmal ein paar mehr Videos dabei. Es sind diesmal ein paar mehr Protagonisten am Start. Und wir haben einen ziemlich bunt gemischten Haufen an Fahrzeugen. Also auf jeden Fall für jeden was dabei, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr habt jeden Menge Spaß beim Anschauen. Und seid fleißig mit dabei. Klickt fleißig drauf. Und lasst mir ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ja, bleibt einfach meinem Kanal treu. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2021. Kann nur besser werden nach dem Scheiß, was wir letztes Jahr hatten. Alles klar, jetzt viel Spaß mit dem Replay. Und da sind wir auch schon. Wir fahren die erste, oder wir fahren eine Runde im Charfutor 4 vom Steiner EK12 vom Clan One Punch in Stufe 9. Medium, ein Autoloader und natürlich ein Franzose, so wie sich das gehört, 4 Schuss im Magazin. 2 Gunmax drauf, nicht das richtig? Ne, eine Gunmax ist drauf, sehr schön. Und wir fahren mit einer 105mm Kanone, 264mm Durchschlag bei 390 Schaden Alpha. Auf Premium 330mm Durchschlag, in dem Falle Heat bei gleichem Schaden. Und auf HE hätten wir 480 Schaden bei 53mm Durchschlag. Der liebe Steiner EK12 braucht kein HE. Nein, das braucht er nicht. Deswegen fahren wir hier ohne. Wir sind gelandet auf Prokhorovka, auch Kemperovka oder Sniperovka genannt. Man stellt sich mit einer guten Kanone nach hinten und snipet alles weg, was da irgendwie über die freie Fläche kommt. Und die freie Fläche ist groß und tief. Wir haben keinen Aufklärer. Das heißt, einer der Mediums muss hier tatsächlich das Aufklären übernehmen. In dem Fall ist das nicht Steiner EK12, sondern der WZ120, der da bereits die Hälfte seiner HP eingebüßt hat. 3 Artis pro Seite, aber kein Aufklärer. Also eine absolut grausame Angelegenheit. Aber was soll man machen? Derweil geht es halt nicht anders. Da haben wir einen E75, da haben wir einen AMX30, Skoda T50 da drüben offen. Ja, wunderbar. Fluggeschwindigkeit von der APCR-Munition 1461 Meter pro Sekunde. Jetzt richtig gesehen. Ja, das ist flott. Das ist richtig, richtig flott. So muss das sein. Lefferchen am AMX-30. Ja, der haut die Schüsse nicht einfach so raus, sondern er wartet wirklich, bis der Gegner in der Nähe ist. Wenn die Granaten so schnell fliegen, macht das tatsächlich richtig Spaß. Man muss nicht so weit vorhalten. Man kann einfach quasi draufhalten und der Schuss wandert ins Ziel. Jeder versucht hier ein bisschen nach oben zu fahren und ja, den einen oder anderen Gegner aufzumachen. Aber auch der E50 muss ja einsehen, dass er da nicht weiterkommt. Und da geht gleich der nächste Schuss raus. Das heißt, wir haben einen kompletten Clip angebracht, 1611 Schaden gemacht. Wir gehen in den Reload, der dürfte um die 40 Sekunden dauern. Nachladezeit zwischen den Schüssen, also in Clip, dürfte bei 4 Sekunden liegen. Finde ich fast ein bisschen viel. Aber ist in Ordnung, wenn man damit umgehen kann, wenn man weiß, wie man mit dem spielen muss. Autoloader fährt sich komplett anders als ein normales Fahrzeug, beziehungsweise die Revolvermagazine aus Italien. Da sollte man auf jeden Fall einen Unterschied machen bei der Spielweise. 1:1 steht es, verfahrene Situation. Keiner traut sich so richtig nach vorne.
Außer da drüben eine IS-3 Doppelgeschützturm. Genügend Gunnerbrechen haben wir zumindest, um die zu beschießen. Jetzt nicht mehr, dürften aufgehen. Artillerie hält einmal ordentlich rein. Jetzt ist sie gestunt, jetzt kannst du darauf schießen. Wunderbar. Wunderbar, ist immer noch gestunt. Und da ist sie raus. Dürfte sie jetzt aufgemacht haben? Nee, hat sie nicht. Wir haben wieder einen kompletten Clip angebracht. Wir sind bei 2949 Schaden, die wir ausgeteilt haben. 821 aufgeklärt. So kann es weitergehen. 2:2 steht's. Wie gesagt, das ganze Spiel eher statisch. Wenn ein Aufklärer fehlt und man noch dazu jede Menge TDs hat, 3 pro Seite, 3 Artis pro Seite, da will keiner gern nach vorne fahren. Dann bist du relativ schnell tot. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Ultras. Charfuto ist kein Fahrzeug aus dem Baum, aus dem Forschungsbaum, sondern ein Bremen-Fahrzeug, was man sich erfahren konnte bei den, wie ist das mit den großen Schlachtfeldern da? Ja, auf jeden Fall irgendwo da konnte man sich die herausfahren. Gab es dann noch einen russischen schweren Panzer, wenn mich alles täuscht, und einen schweren Amerikaner, EA Phase 1, meiner Meinung nach der Phase 1. Die bessere Lösung. Treffer am AMX 30. Gehen wir auf. Gehen nicht auf. Kein Panzer in der Nähe, der uns dann irgendwie gefährlich werden könnte. Weder mit Sichtweite noch mit Kanone. Bin mir sicher, dass hinten die beiden TDs warten, die noch übrig sind. Und auch der ein oder andere Medium. Es sind aktuell nur noch 4 Fahrzeuge, die offen gewesen sind. Das ist ein bisschen wenig. Wie gesagt, alle warten hinten ab, alle campen. Man sagt ja nicht umsonst Camperovka oder Sniperovka. Bisschen schade. Auf jeden Fall sind wir bei 3.354 Schaden, den wir ausgeteilt haben. Auf unserer Linie relativ wenig los. Wir haben ja einen WZ-113 GFT und eine Arti, die hinten in der Linie 3 steht. Mehr ist es nicht. Die WC-120 versucht da hinten ein bisschen zu cappen. Ist mehr oder weniger die Art und Weise, dem Gegner da ein bisschen Druck auszuüben. Da haben wir wieder den AMX-30. Wer es da unbedingt wissen will. Mit dem Hyrule kriegen wir den. Haben aber keinen Hyrule. Kriegen können wir trotzdem. Beziehungsweise der WZ-113 GFT holt ihn raus. Zenturen 7-1, Treffer Nummer 1. Der macht uns auf jeden Fall auf, oder? Hält oder nicht? Und der prallt ab. 4019 Schaden ausgeteilt, wir laden den nächsten Clip nach. Zenturen 7-1 jetzt zu nah. Dass wir da effektiv wegfahren könnten. Stellen es wieder in den Camperbusch. Objekt 268 Version 4 ebenfalls hier. Schon von der Artillerie eine aufs Dach bekommen. Brutal extrem schwer zu penetrieren, vor allen Dingen auf die Distanz. Wir verlieren unseren WZ. Chinesische TD, Stufe, ich glaube 9. Ja, genau, Stufe 9. Kette ziehen wir jetzt schön. Offen ist er auf jeden Fall. Artillerie küsst einmal drauf, 167. Artillerie hält ihn an. Treffer Nummer 1. Werden Bieter nicht aufgemacht, das wundert mich so langsam. Ich fall vom Glauben ab. Aber ist okay. 2576 Schaden ausgeteilt. 2903 Schaden aufgeklärt, natürlich geblockt haben wir ja nichts. Kiste hält ein bisschen was aus von 7er Panzern, aber ganz sicher nicht von 9ern und von 10ern erst recht nicht.
Ist recht ordentlich dabei, ist halt ein bisschen ein statisches Spiel, wie gesagt. Die Karten müssten ein bisschen anders angelegt sein oder die Aufstellung der Fahrzeuge müsste ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen aufgelöst nicht. Ein bisschen angepasst werden. Dann wäre es deutlich besser. So, nachladen, nachladen, nachladen. Nee, Kill holt sich jemand anders. Artillerie ist ganz fleißig. Holt sich den Centurion 7-1, steht 7 zu 8. Es sind immer noch 3 Artis pro Seite. Das macht es jetzt nicht einfacher. Es werden weniger Ziele. Die Artis bleiben gleich. Das ist schon ein bisschen übel, würde ich sagen. Aber wir haben auf unserer Seite keine Unterstützung. Patton da hinten, der Stridswagen irgendwo in der Mitte auf der 5. Keine Ahnung, was er da macht. Hat er sich schon mal bewegt? FV4005 kommt oben vom Hügel. Ja, ist ein bisschen ein Trauerspiel. Aber man kann jetzt nicht verlangen, dass der Steinecker 12. versucht, mit dem Fahrzeug nach vorn zu fahren. In schussbereite Kanonen. Stattdessen wird er hier lieber warten. Und ja, wenn nur der Mann ist, kann er zumindest noch flüchten. Geht nichts vorwärts und nichts rückwärts. Keiner traut sich nach vorn. Wir haben keinen schweren Panzer mehr, der Gegner noch zwei. Okay, nutze ich die Zeit mal inzwischen ein bisschen aus. Wenn ihr noch ebenfalls noch Replays habt, bitte Leute, Kontaktdaten sind auf meinem YouTube-Kanal, mir einfach zuschicken. Dann gibt es wieder öfter Replay-Challenge bzw. Wunschkonzerte und ihr kommt bei mir dann auf den Kanal. Es gibt immer wieder was zu gewinnen. Diesmal sind es halt diese Neujahrskisten. Die fallen aber irgendwann raus. Dann gibt es wieder ganz normal Gold im Wert von 10 € zu gewinnen. Das sind 2200 15 Gold, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. In der Replay Challenge. Jo. Also fleißig einschicken, bitte. Wenn ihr Lust drauf habt. FV4005 ist nach vorn gefahren. 705A hat ihn auseinandergenommen. Stridswagen 103B. Der ist leider gefährlich. Du kommst mit Standardmunition nicht unbedingt durch. Mindestens frontal. Eine recht gute angeschrägte Panzerung, für den brauchst du fast AE. Hat natürlich der liebe Steiner nicht dabei. So, wir übernehmen hier den Reset vom Cap, weil ja anscheinend keiner sich dazu verpflichtet fühlt, hier irgendwas zu leisten. Da ist er. Der ging daneben. Trefferchen. Treffer. Jetzt müssen wir weg. Oh, jetzt müssen wir weg. Ah, sehr schön. Arti arbeitet mit. Oben ist der schwere Panzer, der da auf uns eingezielt ist. 1900, das könnte Objekt 257 sein. Tatsächlich, Objekt 257. Wir laden den letzten Clip mit Bremen-Munition. Danach müssen wir mit Standard-Munition weitergehen. 9 zu 10 steht's. Und wir werden ein bisschen aktiver. Letzten 3 Minuten. Versuchen wir hinten den Russen Stufe 9 ein bisschen zu kitzeln. Mal sehen, ob das funktioniert. Arti nimmt ihn nochmal ein bisschen aufs Korn. Das heißt, er wäre jetzt relativ sicherer One-Shot, wenn wir ihn dann ordentlich erwischen. Kuckuck. Und das raus. Wunderbar. 10 zu 10. 3 Schuss noch im Magazin. Nachladen, zumindest Premium geht nicht. Und ich denke mal, er wird auf Premium bleiben, damit alle Schüsse locker sitzen. Und wir haben da drüben einen mit richtig dicker Panzerung, Objekt 705A.
Die anderen dürften mit Standardmunition normalerweise locker rauszunehmen sein. Es tritt 203b zumindest, wenn wir ihn von der Seite treffen. So, was machen wir? Zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren nach hinten und geben den Artilleries die Ziele vor, indem wir sie aufmachen. Oder wir stellen uns ins Cap und versuchen da dem Gegner ein bisschen Druck zu machen. Das wird allerdings nicht reichen, wenn wir uns allein ins Cap stellen. Dann gewinnen wir da nicht. So, Objekt 705A auf unserer Seite. Er wird gleich unser Badget-Arti rausnehmen. 5840 Schaden Farbbereich, 360 geblockt sogar. Nicht schlecht. Und 4097 Schaden aufgeklärt. Wo sind die hessischen Kirchkernspucker? Wir sind offen. Grüß Gott Nummer 1. Grüß Gott Nummer 2. Ja. 4 Sekunden Nachladezeit ist, wie gesagt, in Clip schon, ist schon ein bisschen sehr derbe. Finde ich nicht zeitgemäß, aber egal. 212A, da haben wir die Badget-Arti. Wunderbar, 385 Schaden an der Badget-Arti, an der 212A. Da ist der Stritzwagen 103B. Wir müssen leider nachladen. Gegnerische Artis raus. Ah, da war die leider die Aktion ein bisschen zu spät gesetzt. Ich glaube nicht, dass wir vom 705A noch viel abbekommen. Stritzi wäre halt wichtig, wie der ausgerichtet ist. 705A ist gefährlich. Treffer. Einmal noch. Röhrchen. Und der letzte machten alle. Wunderbar. Eine Art hier noch übrig und hinten das 705A. Wir können nicht mehr nachladen. Da reicht die Zeit einfach nicht aus. Und wir können allerdings auch nicht unbedingt rausgenommen werden. Badget Arti lädt ebenfalls nach. Objekt 705A steht da dahinter. Das bedeutet unentschieden. 8045 Schaden ausgeteilt. 360 Schaden haben wir geblockt und 4322 Schaden haben wir aufgeklärt. Ja, wir haben den Kollegen hier nicht mehr ins Spiel zurückgeholt, den Richtschützen. Das bedeutet, der bekommt keine XP jetzt zum Schluss, sondern die werden zwischen dem Fahrer und dem Kommandanten aufgeteilt. Für die, die das noch nicht wissen, das ist leider so eine typische Sitte. Jo, unentschieden, leider. Tanksniper auf jeden Fall geholt, einen High-Kaliber. Patriot Duty und eine Levassion-Medaille, 2917 XP geholt, trotz unentschieden, ordentlich, 190.000 eingenommen, ist halt Weihnachten und ein M gibt es auch noch dafür. Wir sind bei 1190 Bas-XP mit dem Unentschieden, ne? Das muss man hier ganz einfach dazu sagen. Richtig, richtig gute Runde. Stärkster Panzer auf der Gegnerseite ist die Artillerie, bei uns auf Platz 3, Artillerie sagt eigentlich alles aus, ne? Sehr statisches Spiel, finde ich extrem schade. 64.000 nehmen wir am Ende ein, obwohl wir recht viel für Munition ausgegeben haben. Hatten ja nur noch einen Clip übrig. 28 Schüsse abgefeuert, 25 haben getroffen, die haben auch alle durchschlagen. Also nicht nur sicher die Schüsse angebracht, sondern auch sicher durchgebracht. Ungefähr die Hälfte des Schadens sind über 300 Meter gemacht worden. Und wir haben 15 Minuten fürs Spiel gebraucht, 4,2 Kilometer auf der Uhr. Jo! Schade, dass es nicht gereicht hat für einen Sieg, aber danke fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.